Bist du noch ganz bei Trost? Ein Pinguin? Tja, ein Pinguin. Ja, ein Pinguin spielt die Hauptrolle in dem Film Amundsen, der Pinguin. Eine abenteuerliche Geschichte. Ein Piratenschatz, der im ewigen Eis der Antarktis in einer unterirdischen Höhle liegt. Nur Amundsen, so nennt die 12-jährige Anne ihren Pinguinfreund, weiß als einziger, wo dieser Schatz verborgen ist. Annes Onkel, der Biologe und Tierforscher Cornelius Gerstenberg, hat den Pinguin aus der Antarktis nach Köln gebracht, um ihn vor dem Bösewicht Kullmann in Sicherheit zu bringen. Aber auch hier ist Amundsen nicht sicher. Anfang Mai machte sich das Filmteam um Regisseur Steven Manuel auf, um in Island die ersten Szenen des Films zu drehen. Antarktis hatten wir uns überlegt, allerdings war das so weit weg, also wirklich am anderen Ende der Welt ist es nun mal von uns aus gesehen, dass es sehr, sehr teuer gewesen wäre, dort zu drehen. Ich habe mir dann viele Dokumentationen drüber angeguckt und Fotos und habe festgestellt, dass wir in Island eigentlich dieselbe Landschaft vorfinden und deswegen haben wir uns entschlossen, weil es viel leichter zu erreichen ist, in Island zu drehen. Schneestürme, minus 10 Grad Kälte und das ständig wechselnde Wetter machten die Dreharbeiten in Island dann selbst zu einem Abenteuer. Gedreht wurde auf dem größten Gletscher Europas, rund um eine Forschungsstation. Für die Schauspieler und das Team alles andere als einfache Bedingungen. Auch Lea Kurka, die jüngste im Team und Darstellerin der 12-jährigen Anne, hat sich den Anstrengungen ausgesetzt. Also ich finde, dass die Anne halt ein Mädchen ist, was alleine selbstständig wird, erwachsen wird. Und ja, sie ist sehr frech manchmal, aber sie ist auch sehr lieb und nett, sehr tierlieb und so. Probe in der Drehpause. Lea Kurka mit ihrem Schauspielerkollegen Claude-Oliver Rudolph. Rudolph zeigt Lea Kurka, wie man einen ausgemachten Gangster zu Fall bringt, damit es im Film auch echt aussieht. Claude-Oliver Rudolph in der Rolle des Filmbösewichts. Er spielt den Antarktisforscher Kullmann, der vor nichts zurückschreckt, um den Schatz an sich zu bringen. Commander Kullmann, ja, ich bin Fremdenlegionär und ich habe da eine Einheit befehligt und zwei von meinen besten Mitarbeitern habe ich mitgenommen und wir sind eben auf Schatzjagd. Flucht vor dem Bösewicht Kullmann. Hauptwidersacher von Claude-Oliver Rudolph ist der tierliebende und leicht verträumt wirkende Pinguinforscher und Onkel von Anne, Cornelius Gerstenberg, gespielt von Harald Krasnitzer. Der Cornelius ist ein Pinguinforscher, der in der Antarktis sitzt und dort Pinguine beobachtet und halt unglaublich fixiert ist auf seine wissenschaftliche Welt. Was bist du denn? Anna! Alle Außenaufnahmen, die im Film in der Antarktis spielen, wurden in Island gedreht. Da es aber in Island keine Pinguine gibt, wurden die Szenen ohne sie aufgenommen. Die Pinguine wurden dann später per Computer dazugefügt. Für die Schauspieler war das keine leichte Aufgabe, denn sie mussten mit einem Stofftier als Partner vorlieb nehmen. In manchen Einstellungen übernahm der Regisseur dann selbst die Rolle des Pinguins. Täuschend echt. Zur gleichen Zeit in England. Das ist Charlie. 6 Jahre alt, 60 cm groß, 5 Kilo schwer. Ein Humboldt-Pinguin. Er spielt Amundsen. Gemeinsam mit seinem Trainer Mark Dalton bereiten sie sich auf die Dreharbeiten vor. Gut 3 Monate dauert das Training. Mark bringt dem Pinguin die Dinge bei, die er laut Drehbuch können muss. Dies ist der erste Spielfilm mit einem echten Pinguin in der Hauptrolle. Eine große Herausforderung für den Trainer und seinen Schützling, die sich nun gut vorbereitet auf den Weg zum Dreh nach Köln machen. Mitten in der Nacht nimmt Mark Dalton Charlie aus seinem Gehege. Mit dabei ist auch Charlies Double, Freddy. Er sieht Charlie sehr ähnlich und kann zur Not einspringen. Ich hatte mir gedacht, oh je, wenn der überhaupt nichts kann, dann wird es
einfach wird dieser Film nicht zu machen sein. Aber als ich den dann gesehen hatte und wir bei diesen Tiertrainern waren, haben wir schon direkt ein Gefühl dafür bekommen, dass der Pinguin sehr, sehr, sehr auf dem Punkt ist und ja, ein ganz kleiner, süßer Schauspieler sozusagen. Rund 15 Stunden dauert die Fahrt nach Deutschland. Nach der Hälfte der Reise die erste Pause. Die Pinguine brauchen Abkühlung und die Raststätte hat eine neue Attraktion. Der erste Drehtag mit dem Pinguin. Lea Kurker hat Respekt vor Charlie. Und die Nase, man soll nicht zu nah am Gesicht dran gehen, sonst, weil die Nase steht ja hervor. Und die denken, die Nase wäre ein Fisch und da beißen sie rein. Und das tut schon ein bisschen weh. Erste Kontaktversuche. Lea weiß noch nicht so recht, wie sie sich mit dem Pinguin anfreunden soll. Die beiden Tiertrainer zeigen Lea, wie sie mit Charlie umgehen muss. Denn schließlich sollen sie 25 Drehtage gut miteinander auskommen. Charlie! Charlie! Lea und Charlie wurden schnell Freunde. Den Tätern auf der Spur. Und so wie im Film verbrachte Lea fast jede freie Minute mit Charlie. Ich hätte ihn gerne mitgenommen, aber das darf man natürlich nicht. Also ich könnte mir da schon vorstellen, dass Charlie oder Freddy ein Haustier ist. Wie immer korrekt gekleidet, wusste sich Charlie auch bei Tisch gut in Szene zu setzen. Der Regisseur erklärt Mark Dalton, was in der nächsten Szene vom Pinguin verlangt wird. Amundsen soll zu einem Aquarium laufen. Mit einem Fisch lockt Mark Dalton seinen Schützling. Charlie hat sich mittlerweile an das Team und die Arbeit gewöhnt. Er scheint genau zu wissen, je schneller die Szene im Kasten ist, umso eher kommt er an den Fisch. Das allergrößte Abenteuer war für mich sicherlich die Begegnung mit dem Pinguin, weil das ein ganz fantastisches Tier ist. Und ich glaube, da wird es mir wirklich schwer ums Herz werden, dass man sich von dem am Ende dieser Drehzeit wieder verabschiedet. Einige Szenen müssen am Computer programmiert werden, mit einem digitalen Pinguin. Wir haben halt im Vorfeld schon gesagt, dass wir hier auf computergenerierte Pinguine setzen werden, ganz klar. Einfach um die Shots so zu generieren, wie sie halt im Drehbuch vorkommen. Ein echtes Tier im Computer zu gestalten, gehört zu den schwersten Aufgaben selbst für Spezialisten. Thorsten Binte reiste extra mit seinem Kollegen Chris Kunzmann noch vor den Dreharbeiten nach England und machte jede Menge Detailfotos von Charlie. Neben der Größe und den Bewegungen des Tieres legten die beiden vor allem Wert auf die möglichst naturgetreue Abbildung des Federkleides. Was mir sehr viel Spaß gemacht hat und was ich eine Herausforderung fand, also nicht nur für mich, sondern für das gesamte Team, möchte dafür alle sprechen, ist halt wirklich unseren Amundsen so realistisch wie möglich darzustellen, also unseren digitalen Amundsen, dass später der Zuschauer den Unterschied nicht merkt, denn das wäre sehr schade. Wenn später der Zuschauer sagt, oh guck mal, dieser Pinguin ist nicht echt, der ist digital. Und ich hoffe, es ist uns gelungen. Fast 8 Monate arbeiten die Designer an den einzelnen Modellen und dem Charakter des Pinguins. Im Storyboard wird jede Szene und Einstellung wie in einem Comic gezeichnet und genau festgelegt. Das Storyboard dient hier sozusagen als Grundlage und es werden sogenannte Animatics angefertigt. Das heißt also, der Pinguin noch nicht in der vollen Farbgebung wird erst einmal ganz grob durch die Szenerie animiert, im Grunde genommen, um ein Grundtiming festzulegen. Und dann geht man in die ganzen Feinheiten, in die Gesichtsanimation, in Regungen dementsprechend, die wirklich den Charakter eigentlich ausmachen, bis man dann zum Schluss einen fertigen Shot hat.
Nichts wird dem Zufall überlassen. Auch während der Dreharbeiten war der Effektsupervisor ständig dabei. Vor allem in Island war das Wissen der Computerspezialisten gefragt. Für jede Einstellung, in der Pinguine vorkommen, müssen extra Bilder gedreht werden, um später am Computer genau die Lichtverhältnisse und die Position des Pinguins einzusetzen. Island war verdammt schwierig, insofern natürlich wegen der Wetterbedingungen. Wir hatten viele Shots geplant mit Greenscreen und Bluescreen, was aber aufgrund der Windverhältnisse überhaupt gar nicht funktioniert hat. Wir mussten also umdisponieren, ständig sehr flexibel sein dort. Die Sets wurden innerhalb von einer Stunde komplett wieder vom Schnee zugeweht. Teilweise musste wieder alles freigeschaufelt werden. Es war verdammt schwierig halt. Erst ganz zum Schluss werden dann die Computerszenen mit den real gedrehten kombiniert. Das gibt es hier in Deutschland ganz selten. Ich finde, es hatte eben amerikanische Qualitäten, also wie man es vom amerikanischen Kinofilm her kennt. Der Stoff, der traut sich, richtig groß zu werden, wird ein richtig großer Abenteuerfilm und bleibt nicht nur irgendwie im Kleinen. Und man kann da ja ganz tolle Sachen mitmachen, wenn man einfach das macht, wozu man da Lust hat. Und das geht da bei dem Film sehr gut. Neben der Computeranimation werden auch Modelle eingesetzt. Wochenlang bastelten die Modellbauer an dem Piratenschiff, das in der Eishöhle in der Antarktis eingeschlossen ist. Aufnahmen von dem Modell wurden dann mit den Studioaufnahmen kombiniert. Aline, kommst du? In einer alten Lagerhalle in Bremerhaven baute der Szenenbildner die Eishöhle. Hier finden Cornelius und Anne schließlich den geheimnisvollen Schatz. Der Schatz. Ein Großteil des Filmes spielt in Köln und Umgebung. In dieser Szene flieht Anne vor ihren Verfolgern in einer Touristenbahn und setzt die Widersacher mit einer Notbremsung außer Gefecht. Tempo und witzigen Einfällen hat Regisseur Steven Manuel diese spannende Abenteuergeschichte inszeniert. Ich glaube, dass man da keinen Unterschied machen darf. Das Einzige, was ich glaube, worauf man wirklich verstärkt aufpassen muss, dass man noch detailgetreuer, noch genauer mit den Gefühlen und mit den Emotionen und mit der Geschichte umgeht. Ja, weil Kinder meiner Meinung nach eine viel höhere Sensibilität und einen viel direkteren Zugang zu ihren Gefühlen oder zu Situationen haben. Was passiert denn jetzt mit dem Pinguinkind? Armer Amundsen. Alle Elemente, mit denen hatte ich schon mal zu tun, aber noch nie so in dieser Weise, dass wirklich alles zusammenkommt. Also wir hatten ja ein kleines Kind, ein Tier, Computerspezialeffekte, echte Spezialeffekte, also reale Effekte und all das gleichzeitig ist natürlich eine riesen Herausforderung, macht aber auch sehr viel Spaß. Ja, im Jahr 1603 einen Konvoi von 3 Schiffen vor, kann man selbstbewusst und manchmal auch gegen ihre Angst ankämpfend, besteht Anne ihr Abenteuer gemeinsam mit Cornelius in Amundsen, der Pinguin. Jeden Moment können die anderen hier auftauchen. Also komm. Nein, nicht bevor du mir erklärt hast, warum diese Typen hinter Amundsen her sind. Mit ein!